Tokchul means basically Tok means thought and Chul means is cut. Tok bedeutet Gedanke. Chut heißt schneiden. Tokchut bedeutet, die Gedanken zu durchschneiden, sie zu schmelzen oder zu verringern. Therefore, when you do Tokchut, wenn man Tokchut praktiziert, ist die Position sehr wichtig und dass man die Bewegung so schnell wie möglich ausführt. Dann verschwinden die Gedanken von selbst. Your thought is automatically melted. Tulku Lama Lobsang ist ein hoher buddhistischer Lehrer, Arzt und Astrologe, der aus alten buddhistischen Ritualen eine Technik entwickelt hat, mit der man negative Gedanken und Gefühle in heilsame Energien verwandeln kann. Kraftvolle Bewegungsabläufe durchschneiden den Fluss der Gedanken. Tokchut ist ein dynamischer, ein männlicher Weg zur Mitte. Das Schwert dabei mehr als nur ein schneidendes Instrument. Sword is the symbol of the wisdom. Das Schwert ist das Symbol der Weisheit. Whatever you want to say, but in unserer buddhistischen Philosophie sagen wir, es gibt einen Feind, den jeder von uns hat. Dieser Feind sind unsere eigenen negativen Emotionen. This enemy is your own negative emotions. Im Inneren ist es so, dass ich einfach mehr bei mir bin und mich selbst auch besser spüren kann und auch innerlich einfach ruhiger bin. Ich praktiziere jetzt seit ungefähr 3 Jahren Lujong. Und es hat mich schon ziemlich verändert. Lujong bedeutet Schulung des Körpers. Vor 8000 Jahren von tibetischen Mönchen entwickelt, sind die Übungen älter als Yoga und Qigong. Es ist ein sanfter, ein weiblicher Weg in die Balance, eine stille Technik. Es geht um Ausgleich, um Sammlung und um die Kraft des Augenblicks. Lujong hilft mir einfach, wirklich immer wieder im Moment anzukommen. Weil auch ich drifte immer ab in Gedanken an die Zukunft, an Gedanken an die Vergangenheit. Immer dieses Hin- und Herschwanken und nicht im Jetzt sein. Gedanken an die Vergangenheit erzeugen Angst. Gedanken an die Zukunft Sorgen und Erwartungen. Es geht darum, die Angst loszulassen, indem man die Gedanken loslässt. Aber das ist nur möglich, wenn man bewusst in der Gegenwart ist. Im Buddhismus beginnt der erste Schritt in die Balance, immer im Hier und Jetzt. Das Morgen ist der Feind und das Gestern die Angst des Heute. Die Übungen waren streng geheim und wurden in den Klöstern direkt vom Lehrer auf den Schüler übertragen. Tulku Lama Lobsang hat die Tür zu diesem Wissen für den Westen geöffnet. Katrin Jani assistiert ihm als Sekretärin, Organisatorin und Übersetzerin. Sie unterrichtet selbst Lujong. Dort hat sie ihre Heimat gefunden. Bei heftigen Emotionen greift aber auch sie zum Schwert. Der Effekt von Tokchut ist sehr direkt und sehr frontal. Und ich selber benutze Tokchut immer dann, wenn ich merke, dass zum Beispiel irgendwelche dynamischen Emotionen zu stark werden. Dazu zählt zum Beispiel Ärger. Kräfte wie Wut und Zorn in nützliche Energie verwandeln. Tulku Lama Lobsang erklärt Katrin Jani, worauf es dabei ankommt, wie der Atem die Technik unterstützt und wie bestimmte Bewegungsabläufe Gefühle an die Oberfläche bringen. Während andere und die Art, das Schwert zu führen, sie in eine positive Kraft verwandeln. Wenn man die Übungen praktiziert, wird die Wut transformiert in die Klarheit des Geistes. Dann brauchst du nicht mehr gegen sie zu kämpfen. Sie wird dein Freund. Beide Wege, der männliche und der weibliche, haben dasselbe Ziel. Klarheit, innere Stärke,
Gelassenheit und eine veränderte Geisteshaltung. Beide Wege benutzen den Körper, um Weisheit zu erlangen. Die aber findet man nur jenseits von Gedanken und Gefühlen, dort, wo der Geist aufhört, seine vielen Geschichten zu erzählen.